Die Lesung steht im 6. Kapitel des Matthäusevangeliums. Jesus sagt in seiner Bergpredigt: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anzieht? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön, und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Halleluja! Herr, dein Wort ist meine Speise. So oft ich es empfange, ist es meines Herzens Freude und Trost. Halleluja! Lautes Hupen mitten in der Stadt, Aufregung auf der Straße, der Verkehr geht nicht mehr weiter. Manche steigen aus den Autos, einige gehen nach vorne und gucken, was denn da los ist, warum jetzt nichts mehr geht. Und sie sehen junge Menschen, die dort auf der Straße sitzen, mit sorgenvollem Gesicht auf die Straße geklebt, damit man sie nicht einfach wegtragen kann. Die Polizei ist schon gekommen und versucht vorsichtig, die Menschen die Hände von dem Asphalt zu lösen. Ich stelle mir vor, jetzt geht jemand nach vorne und sagt einem dieser jungen Menschen: Sorge dich nicht. Gott im Himmel weiß, wie das sein soll mit der Welt und mit dem Klima. Er wird sich kümmern. Ich glaube, dieser junge Mensch würde, wie ich finde, zu Recht sagen: Du hast wirklich gar nichts verstanden. Die Uhr ein bisschen nach vorne gedreht. Es ist 2 Uhr nachts, eine Zeit, die für manche Menschen schwer ist. Sie sind wieder aufgewacht, konnten vielleicht noch nicht mal einschlafen. Sorgen quälen sie und geben einfach keine Ruhe. Einer dieser jungen Menschen, die später auf der Straße sitzen zum Klimastreik, wälzt sich in seinem Bett, kommt nicht zur Ruhe, hat einfach unsägliche Angst vor dem, was kommt. Die Wissenschaft kann es doch so klar vorhersagen. Wir spüren überall die Auswirkungen schon heute und doch ändert sich nichts oder viel zu wenig. Dieser junge Mensch kann nicht schlafen, kann auch nicht in Ruhe studieren, muss einfach ein Zeichen setzen, muss gleich raus am Morgen auf die Straße mit den anderen, um zu zeigen, so geht es nicht weiter. Mit harten Mitteln, das muss man schon sagen. Wenn ich zur Arbeit möchte oder sogar einen Notfall habe, nicht weiterkomme, das ist schon dramatisch. Aber auch sehr kommunikationsbereit, sehr offen und in den Forderungen der nächsten Generation, wenn man sich das mal durchliest, sehr moderat. Das kann eine Gesellschaft wirklich hinkriegen, was da gefordert wird. Dieser Mensch wälzt sich in seinem Bett voller Sorge und Angst und dann kommt jemand, vielleicht im Traum oder in den Gedanken, setzt sich dazu, hält vielleicht für einen Moment die Hand und sagt: Sorg dich nicht. Jedenfalls kannst du das Schicksal dieser Welt nicht alleine retten
Und du musst es auch nicht. Du kannst Zeichen setzen und das hast du dir vorgenommen. Dafür gehst du nachher auf die Straße. Aber du kannst die Welt alleine nicht retten. Diese Sorge, die kannst du sein lassen. Der gleiche Satz bei dem gleichen Menschen mit ganz unterschiedlicher Wirkung. Einmal eine große Ruhe, die da sein kann, weil ich verstehe, das Schicksal dieser Welt hängt nicht von mir ab. Dazu ist es zu groß und dazu bin ich zu klein. Und dann wiederum ein Satz, der auch Mut macht, die Sorge und die Fürsorge zu tragen, die ich wirklich leisten kann. In diesem großen Rahmen des Sorget nicht, Gott hat alles in diese Welt gestellt, was es braucht, damit die Menschen, die Tiere, die ganze Kreatur gut leben kann. In diesem Rahmen, in dem ich sorglos sagen kann, danke Gott, dass das alles da ist und dass du versprochen hast, dass du es weiter erhältst. Schon am Anfang der Bibel dieser wunderbare Satz, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dazu das wunderbare Zeichen des Regenbogens oben im Himmel als Zeichen Gottes, der Bund und Treue hält. Damit ist ein großer Rahmen gesetzt für mein Leben und das Leben dieser Welt. Gott ist da und wird Sorge tragen. Und in diesem Rahmen kann viel passieren. Ich stell mir ein großes Bild vor, da ist der Rahmen etwas Beruhigendes. Oder umgekehrt, wenn man mit einem Bild voller Farben zu einem Galeristen, einer Galeristin geht und sagt, ich brauche einen Rahmen, wird er oder sie sagen, oh, da muss aber was Ruhiges hin, dass das große Bild hält. Diese große Ruhe, Gott ist da und er lässt uns nicht. Die ist die Botschaft dieses Sonntags. Auf ihn ist Verlass, er hält Bund und Treue und er schenkt das, was wir zum Leben brauchen, wir und die ganze Welt. Und dann kommt es darauf an, dass wir diesen Rahmen füllen, mit Fürsorge, mit Einsatz, mit Kreativität für diese Schöpfung, für die Menschen, die uns anvertraut sind und natürlich auch für das eigene Leben. Es kommt darauf an, dieses Sorget nicht in eine gute Fürsorge zu bringen. Oder anders, in Nordfriesland habe ich an einer Hauswand einen sehr schönen Spruch gesehen. Das ist ein altes Kapitänshaus, da steht der Satz, Gottes sind Woge und Wind. Segel aber und Steuer, dass ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Auch da entdecke ich wieder diesen großen Rahmen. Gottes sind Woge und Wind, dass die Kraft in der Natur, das Leben, die Lebendigkeit weitergeht, weil er sich das so vorstellt, von Anbeginn der Schöpfung an. Und weil er seine Schöpfung nicht fallen lässt, das ist gesetzt. Sorget nicht. Gottes sind Woge und Wind. Aber Segel und Steuer, dass ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Da bin ich gefragt. Und tatsächlich muss man ja sagen, wenn plötzlich der Wind so stark wird, dass Häuser und alles weggeblasen wird, Tausende sterben, Fluten so hoch, dass Menschen umkommen, Zehntausende, dann ist das mitunter ein Schrecken der Natur und die Frage, warum, Gott, lässt du das zu? Aber ist es nicht vielmehr auch ein Zeichen, dass wir Segel und Steuer einfach nicht gut gesetzt haben in dieser Welt und es ja auch wissen, längst wissen? Eine wichtige Aufgabe, das immer wieder in diesem großen Rahmen, der gesetzt ist, heilsam, tröstlich, kraftvoll gesetzt ist, immer wieder neu zu tun. Zu gucken, wo und wie kann ich Segel und Steuer setzen, dass diese Welt, diese Schöpfung, aber auch ich selbst gut leben kann. Die Thema Friedens- oder Klimathematik ist ja nur eines, was uns umtreibt. Daneben gibt es ja noch die ganz vielen persönlichen Gedanken und Sorgen und Ängste. Aber ich glaube, für die gilt das genauso. Da ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass für den äußeren Rahmen gesorgt ist. Dass das andere tun, dass das ein Gott tut, der diese Welt und auch jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns in Händen hält. Ich habe das in einer Krisenzeit mal sehr beeindruckend erfahren dürfen. Da war ich für ein paar Monate in einer Klinik und es wurden mir viele Sätze gesagt. Einer klüger als der andere.
Aber ein Satz, der überhaupt nicht therapeutisch und gar nicht medizinisch war, ist mir heute noch in Erinnerung. Das war der erste Satz dieser Ärztin, die mir sagte, es ist gut, dass Sie jetzt hier sind. Sorgen Sie sich nicht. Und ich habe gemerkt, wie gut es ist, wenn, bevor ich wieder ans Werk gehe, sozusagen der Rahmen gesteckt ist. Einer mal diese ganze Aufregung rausnimmt und sagt, du darfst jetzt einfach sein, sorg dich nicht. Es ist gut, dass du da bist, dass es dich gibt in dieser Welt. Du würdest fehlen sonst. Wir haben es gerade gehört. Gott hat in jeden von uns einen originellen und einmaligen Gedanken hineingelegt. Genau der würde fehlen, wenn es mich, wenn es uns nicht gäbe. Und wenn dieser Kraftpunkt einmal erreicht ist, dieser Rahmen gesteckt ist, dann kann ich wieder loslegen, loslaufen mit neuer Kraft. Und so durfte ich es dann auch erleben und selber gucken, wo soll denn das Leben hingehen? Wie möchte ich denn eigentlich das Segel setzen und das Steuer ausrichten? Und wenn ich merke und immer wieder mir bewusst wird, dass ich an einem falschen Ort angekommen bin, dann den Mut zu haben, neu zu justieren. Fragen zu stellen, die auch wehtun, mir und anderen vielleicht, um wieder auf einen guten Kurs zu kommen. Das ist unendlich wichtig, aus eigener Kraft kaum zu leisten, aber in diesem großen Rahmen dessen, der für mich sorgt und mich niemals aus seinen Händen fallen lässt, ist es möglich. Margot Kessmann hat damals in einer großen Krisensituation vor ihrem Rücktritt gesagt, tiefer als in Gottes Hand kann ich nicht fallen. Ein uraltes Zitat, das sie da aufgegriffen hat. Aber genau so ist es. Ich kann mich dann aber mal fallen lassen, kann Fehler zugestehen, Irrwege, das Steuer neu in die Hand nehmen. Tiefer als in Gottes Hände kann ich nicht fallen. Der Rahmen ist gesteckt. Da sorgt einer für mich. Und jetzt darf ich loslegen mit meiner Fürsorge für diese Welt, diese Schöpfung, je nachdem, wie mir das gegeben ist, was mir möglich ist, mit welchen Aktionen und Worten ich das auch immer kann oder es anderen überlasse. Einzutreten für diese Welt, diese Schöpfung, den Frieden, einzutreten für Menschen, die an meiner Seite sind und nicht zuletzt auch für mich selbst. Gottes sind Woge und Wind, der Rahmen ist gesetzt, sorge dich nicht. Segel aber und Steuer, dass er den Hafen gewinnt, sind euer. In diesem Sinne, gute Fahrt. Amen.